Folge Nummer 57 von Avarion. Wir sind in den nächsten Sektor letztes Mal gesprungen, haben hier den Schrottplatz gefunden. Das heißt, hier ist für uns nicht ganz so viel dran. Nicht zu raffinieren. Okay, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung mit unseren Schiffen. Das würde ich mal sagen. Das ist die Frage, welcher? Traveler. Ich befehle das ja, der ist klar. Ja, der war zum Entdecken unterwegs. Der Asreiter Discover, wo ist er? Jetzt ist natürlich so, dass wir hier keine Blipse haben, die wir entdecken können. Ja, ich glaube... Ah, da war es jetzt wieder. Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, ne? Schiff in Sektor wechseln, machen wir mal. Und dann schauen wir mal, ob ich da was sehen kann, dass ich dem ein paar Befehle geben kann für irgendwelche Sachen, die da rundherum sind, ne? Ladebildschirm. Das ist ein interessantes Schiff. Okay, jetzt sehen wir ein bisschen was. Okay, fangen wir hier unten an. Sektor markieren. Wo war der nächste? Da. Da ist einer. Und die letzten zwei noch hier. So. Haben wir. Jetzt steigen wir aus dem Schiff aus. Gehen auf die Karte und sagen eben dann hier dem Ass Discover, ja. Spreng mal dahin. Spreng mal dahin. Dorthin. Dieser Sektor ist nicht am Server geladen. Ey, das ist ja wieder super, oder? Habe ich den schon? Ich weiß es nicht. Wir springen lieber nochmal rein. Dieser Sektor des Schiffes. Ja, okay. Gucken wir uns das alles an, ne? Und... sind dann hier und ich gehe mal, naja, geht nicht, ne? Ich springe mal einfach da hin, weil ich hoffe, dass da was ist. So, er hat Aufgabe. Traveler sind wir jetzt. Also rechte Maustaste nur. So, jetzt, ich hoffe, der hat das noch. Achso, der ist außer Reichweite. Ja, der hat das noch. Gut, erneut auf die Karte. Er hat gar keine Befehle mehr. Craft baut ab. Er hat Sprung, aber wir wollten den ja weiter hochholen dann, ne? Dafür müssen wir da auch reingehen. In den Sektor wächst. Nee, nicht in. Naja, ist egal. Geht zu spät, jetzt sind wir im Sektor mit der Drohne. Ja, was hatten wir noch auf den Laser, den wir immer noch aufbauen wollen? Und das andere war, den C43-Detektor in Orange zu kriegen, ne? Okay, dann bin ich doch in dem Ding ins reingekommen. Alles klar. Wenn ich jetzt rausgehe, sehe ich dann die Blipse noch? Ja, sehe ich noch. Und er kann jetzt trotzdem dann noch irgendwo hinspringen. So, nochmal auswählen. Er ist jetzt schon da, ne?
So. Dann hat er wieder was zu tun. Ist nicht viel, aber er hat was zu tun. Die Lady haut Asteroiden ab. Der Miner haut Asteroiden ab. Und der andere auch. Und das war er, der jetzt den Weg hat. So, jetzt ist noch die Frage. Ich habe keine Ahnung. Achso, warte, wir müssen... Das ist Asreiter 3, der nichts zu tun hat. Dann sollten wir vielleicht mal da gerade reinspringen. Ich habe es wieder nicht hingekriegt, ne? Das ist wieder für mich unverständlich. Ein Schiff in Sektor wechseln. Geht er meinen. Ich weiß gar nicht, was der Asreiter 3 ist. Vielleicht sollte man den umbenennen. Gut. Okay, das ist definitiv auch ein Miner. Der hier aber sitzt und nichts tut. Lass uns mal gerade gucken, was er hat. Er hat auf jeden Fall eher Laser hier drin. Und welche? Eisen, Eisen, Titan, Titan, okay. Und er hat hier ohne Ende abzubauen, aber er macht es nicht, weil er wahrscheinlich nur Naonit hat und der ist so schlau und sagt, okay, keine hier bauen, weil bringt mir nichts, weil ich es nicht... Ne? Wisst schon, was ich meine. Kein Ertrag, sozusagen. Das wäre, ist ja richtig cool, ne? So. Wenn ich jetzt ins Bild gehe, habe ich denn dann hier... Habe ich noch. Gut, das bedeutet, wir machen gleich hier weiter, indem wir die entfernen. Weg damit. Und ach so, da muss jetzt ein Nitzstein drunter sein. Ist das ja einer? Nein. Gut, dann müssen wir da noch was bauen. Ach so, jetzt weiß ich, fällt mir gerade ein, was das zweite war. Das war der Schildgenerator, ne? Hab ich den jetzt synchron gebaut? Nein, natürlich nicht. Das weg. Oh. So, das ist weg. Einer da. Zwei. Drei. Passt. So, und dann. Effizienz 90%, das ist gut. Kann ich das auch woanders hin machen? Ja, kann ich. Und das hier ist Effizienz 97, noch besser. So. Die drei sind drin, aber ach, hier ist sogar noch was mit Naonit-Bergbau. Wie viel können wir denn einbauen? Das weiß ich jetzt nicht. Komm, dann bauen wir nochmal hier. Und gucken nochmal, ob die anderen beiden auch noch reingehen. Nicht genügend Slots, alles klar. Hier. Da ist noch ein Platz frei. Entschuldigung fürs Husten. Ich baue den da mal noch rein. Festinstallation. Ich hoffe, dass jetzt noch was geht. Und leider nur einer. Festinstallation hat mir jetzt nicht weitergebracht. Dann machen wir den jetzt weg.
Entschuldigung. Ah. So. Der ist soweit fertig. Frachtraum müssen wir gerade noch gucken. Hülle. Hier steht kein Frachtraum, oder wie sehe ich das? Da. Zu wenig, auf jeden Fall. So, der hat da, der hat da. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, machen wir hier noch was Neues. Nötige Mechaniker plus 1. Dann ist das halt so. Was fehlt uns jetzt? Nur der Mechaniker. Na gut. Haben wir noch Leute an Bord? Ja, zum Glück. Dann ist das gut. Das Schiff ist sehr schwach verglichen mit anderen. Haben wir denn noch eine Waffe? Bergbau, 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 noch nicht, Abwracker. Keine Waffe. Ich sag mal, den lassen wir erstmal so, ne? Ab in die Drohne gerade. Geh auf die Karte. Und haben wir hier ein Ressourcendepot? Nicht. Der soll erstmal hier abbauen. Dann kann er da nicht hinspringen, kann er da hinspringen, ja. Aber das ist nur eine Schiffswerft. Ressourcendepot. Dann springt er da hin. Raffiniert. Springt zurück und wiederholt den ganzen Spaß. So soll es sein, oder? Wieso ist denn da... Wieso ist das rot? Kann mir das einer erklären? Die werden alle rot, ne? Hm, keine Ahnung, warum das Zeichen da jetzt so war, aber er arbeitet jetzt ordentlich, ne? Heaven und Domination sind wir. Gut. Nee, das war falsch. Wir gehen jetzt auf die Karte. Lassen den wieder arbeiten. Gehen hier oben hin und gucken mal. Discover war nicht der richtige. Hier, der war mein... Der Traveler war mein Schiff. Schiff in Sektor. Ja, wechseln wir hin. So, der andere ist am Malochen, das ist schon mal gut. Der macht Kohle jetzt mit Naunit, das ist prima. Hier sind noch ein paar schöne Blips, ne? Masse-Signaturen, das sind die Verstecke, die hier alle sind, okay. Wir wollten aber jetzt erstmal gerade ins Baumenü. Und sollten jetzt mal nach dem Dingens gucken. Weiß ich nicht, war das... Aber ich glaube, dafür braucht man noch für... Sag schon. Für ein Schild braucht man, glaube ich, das nächste, ne? Frachtraum, Quartiere, Korrekturdüsen, gerichtete, Gyroskop. Schildgenerator, nee. Haben wir den nicht dran, ne? Schildgenerator. Warte mal, lass mal gerade in Hülle machen.
integriertes Feldgenerator. Alles klar, das ist was anderes gewesen. So, jetzt müssen wir nur schauen. Benötigte Energie. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal so einen Würfel aus Energiecontainer. Ach so, die Form müssen wir noch machen. Steuerung C, Steuerung V. Und dann den Energiecontainer daraus basteln. Und 1. Ah, der ist schon mal wieder falsch gelaufen, ne? Das sieht gut aus. Und den zweiten, ne? Ja, passt. So, jetzt nehmen wir den. Steuerung C, Steuerung V und den Schildgenerator. Da ist er. So, ich habe keine Ahnung, was der Wert ist. Aber vielleicht ist er ja gut. Wir brauchen Ingenieure, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Nee, nur nicht wohl. Erzeugte Energie ist 26,13, benötigte Energie ist das. Oh, wir haben ja hier schon richtig viel. Wir sollten mal wieder was verkaufen gehen. Und dann sollten wir uns um Ausrüstungsdock kümmern, um dass wir irgendwo so ein bisschen lasermäßig hinkriegen, ne? Waffenfabrik. Zulieferer. Gut. Ausrüstungsdock. Da oben ist eins zum Beispiel. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, die Koordinaten dazu einzugeben und dann mal dahin zu springen, oder? Und drehen bitte und hinspringen. Route wird berechnet und ne, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Nichts Notizen, sondern dahin springen. 2, 1, go. So, und dann sind wir beim Ausrüstungsdock und müssen da mal gerade reingucken. Ausrüstung handeln. Doppelschengang, Geschützturm. Trinium. Sollten wir vielleicht mal kaufen. Fliegen wir mal hin. Ja, nützt nichts. Wir fliegen da erstmal hin. Das ist da. Haben wir wieder so weit rausgescrollt. Oh. So, wo ist ein Dockingport? Ist gerade so hell hier, ne? Ah, da unten sind welche. So. Ausrüstung handeln. Doppel-Chaingun-Geschützturm. Kaufen wir. Reparaturgeschützturm. Ist bestimmt auch cool, ich weiß jetzt aber nicht den Zusammenhang. Antimaterie und Hülle. Kann ich noch nicht kaufen. Bin ich nicht lieb genug für wahrscheinlich oder sowas, ne? Keine Ahnung, oder? Zu teuer? Ne, zu teuer nicht. Doppelpoint. Kaufen wir auch. Maschinengeschützturm kommen wir auch. So, was ist das hier? Komm, nehmen wir auch mal mit.
Flugabwehrkanone. Habe ich den schon? Komm, ich kaufe den nochmal, weil das ist gut gegen Torpedos und sowas. Raumjäger brauchen wir jetzt gerade nicht. Torpedos ist klar, haben wir noch nicht. Das waren wir, da gehen wir hin. Antriebsupgrade, Batterieupgrade. Ja. Antriebsupgrade ist Geschwindigkeit plus 23, Beschleunigung plus 28. Ja, ist auch coole Sache, aber nee, machen wir jetzt nicht. Generator-Upgrade ist auch cool, ja. Radar-Upgrade, Schildverstärker, verbesserte Handelssystem, das ist aber nur ein einfaches. Vielleicht sollten wir da mal ein paar kaufen, um die dann bei so einer Forschungsstation upgraden zu können, ne? So ein C-43-Detektor ist leider nicht da. Gut, dann haben wir das. Aber da wir jetzt ja eine Runde Pause machen, können wir nächstes Mal nochmal reingucken, ob es hier wieder was Neues gibt. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.